Wuggeldi, Woggeldi, willkommen zu. Oh, das war fürchterlich. In meinem Kopf war es super cool. Herzlich willkommen zu Knapp durchgenommen. Mit den imaginären Colts, mit den schnellsten Colts von Rocket Beans TV. Simon Kretschmer und Daniel Schröckert. Du hast doch das schnellste Filmwissen, ne? Ja, nee. Titanic. Avatar. Ben Hur wäre es gewesen. Faktor. Ja, nee, was habe ich gesagt? Avatar habe ich gesagt, ja. Avatar, Scheiße. Es ist immer Avatar. Die Antwort ist immer Avatar, Titanic oder generell der Regisseur von beiden. James Cameron. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde For Honor. Yes. Und wir haben seit... Victory. Was wolltest du sagen? Wir haben seit Tagen nicht mehr geküsst. Das stimmt, du küsst mich gar nicht mehr. Du gehst einfach, kommst einfach nur, frisst dein Fressen, stumm in dich hinein, du Schwein. Dann gehst du mal kurz kacken und dann gehst du ins Bett. Ohne Kuss. Ja, wir haben lange nicht mehr was? Wir haben schon lange nicht mehr gespielt. So gesehen, oder? So gesehen stimmt, ja. Wir haben vor allem kein Projekt mehr. Jetzt haben wir im Moment haben wir ein Projekt, For Honor. Das Ding, das wir im Koop spielen. Letztes Mal haben wir uns relativ verausgabt, möchte ich sagen, im Realismus-Modus. Tut mir wirklich, tut mir leid, habe ich Scheiße gebaut, wusste ich selbst. Da war so einer, der hat mir bei Twitter geschrieben, oh Scheiße, die nehmen das Knall halt durch, dann muss ich ja schnell zu Ende spielen, bevor ich gespoilert werde. Ah nee, die spielen im Realismus-Modus, okay, da kann ich mir noch Zeit lassen. Ja, wenn ihr nicht dabei wart, das Problem im Realismus-Modus ist, dass eine der grundlegenden Spielmechaniken von For Honor nicht angezeigt wird, was ja okay ist. Aber man sieht eben nicht, wo jemand schlägt und beziehungsweise kann dann auch nicht decken. Man könnte es, wenn man die deutet, ich habe es jetzt nochmal versucht. Ich meine, es ist eigentlich, wenn man auf den Ellbogen achtet, ist mir aufgefallen. Wenn man auf den, also du schaust auf jemanden, der rechte Ellenbogen, also der linke Ellenbogen von deinem Gegner. Wenn du auf den achtest, wirklich, weil entweder ist er hoch oben oder er ist links, weil er eben so, er ist quasi nicht sichtbar, oder er ist total in der Mitte. Ja, okay. Und sobald du darauf achtest, kannst du sehr schnell gucken, links, rechts, aber das muss man ja alles erstmal lernen. Und dann sieht es ja auch bei jedem anders aus. Eben. Naja, genug erklärt. For Honor wird gespielt. Du hast wie immer die Safe Games vorbereitet. Genau. Wir starten jetzt Kapitel 1.6. Wolves Among Sheep. Und wir sind auch auf die Wünsche eingegangen. Wir haben jetzt hier versucht, Untertitel einzublenden. Also, wir haben sie beide aktiviert. Ja. Wir haben sie beide aktiviert. Ich hoffe, das klappt. Und wir gehen jetzt mal direkt ins Spiel rein. Genau, mach nicht ganz hart, aber mach schon ein bisschen härter. Ich mach hart. Schon okay. Also, hart ist okay. Das nächste ist ja realistic. Ach, nee. Und ich mache jetzt erstmal hart. Genau. So, jetzt kommt wahrscheinlich auch wieder ein Regenerate Intro. Level habe ich. Oh ja, ich muss mir auch noch hier schnell. Du bist auch dabei. Unblockable Level. Ich habe schon 11 da unten. Mal gucken, was haben wir denn nur noch? Habe ich schon? Shield Level. Reduce Damage You Take. Oh. Ich nehme einen anderen Wächter, damit ich anders aussehe. Also naja, aber ich nehme trotzdem. Your Attacks are unblockable for... Okay. Ach, das war die Ausdauer. Hier diese Blitze hatte ich letztes Mal. Ich habe mich immer gewundert, warum das meine Energie nichts bringt. Das Ach so. Ist für die Ausdauer. Ich bin aber auch ein Honk. Okay. Na gut, ich hätte gern zweite Luft. Stufe 1. Ja? Ja, Energie ist... Oh, was war das? Leidest weniger Schaden, das könnte auch interessant werden. Ja, was ist das natürlich anrichtet? Tödlich Stufe 1 richten mehr Schaden an, Henker, leichte Heilung und leichter Schadensboost nach einer Exekution. Ja, aber da musst du halt erstmal eine Exekution machen und manchmal fallen die halt so schnell auf den Boden. Die fallen sogar sehr oft, ja. Man muss wissen, wie man hackt, damit man die Exekution. Genau. Vor allem musst du halt immer, also es geht meistens immer nur nach einem schweren Schlag als letztes. Also wenn du mit einem schweren Schlag deinen Gegner quasi niederstreckst, kannst du eine Exekution machen, aber. Nein. Das dauert halt immer so ein bisschen. Ich bin mir unsicher, ob Mission 1.6... Ey, warum kann ich jetzt hier... ich kann nichts mehr machen. Ah doch. Okay. So. Ja, du warst im Auswahlmenü noch. Schau, dass du die richtigen Perks hast. Hast du die? Ja, habe ich. Könnte das die letzte Mission sein für die Ritter? Für die Ritter? Ah, Klasse. Wer weiß. Ja. Weil hier auf der Karte sah es so aus, weil das ist die letzte Mission. Aber ich bin mir nicht sicher, wie das Spiel designt ist. Ob man jetzt einfach danach mit den Wikingern weiterspielt und danach mit den Samurai. Ich nehme an, dass so gedacht ist. Ich hoffe es. Weil ich hätte schon Lust auf die Samurais. Ja, aber es hat noch kein richtiges Ende bisher. Es hat jetzt kein Ende für die Ritterklasse, sondern irgendwie es endet mitten im Gefecht, habe ich das Gefühl. Vielleicht müssen wir am Ende gegeneinander antreten. Dann doch. Das wäre eigentlich ganz geil. Naja, jedenfalls also mir gefällt die Kampagne sehr gut, um mal ein kleines Vorfazit zu machen. Ja, vor allem, du kannst dich halt schon schön. Ja, du kannst dich halt schön trainieren, ne? Weil ich jetzt man kriegt auch eine Menge Punkte. Darf man nicht vergessen, wenn man wiederum in Rüstung und neue Charaktere investieren kann. Bitteschön. Das sieht doch schon nach Belagerung aus.
I had questions. Master, why this fortress? It looks like it's just a storehouse. It is. And that's why we're here. These barbarians. They seem like they're good people. They embrace each other like they were all kin. But that is all a lie. When night falls, they stab each other with their knives. If there are wolves among them, should we not set them free? Now I had new questions. Ja. Ones that were much harder to answer. Was will sie immer? Hä? Ich habe das Gefühl, dass sie auf der Suche ist, die besten Kämpfer des Landes zu vereinen. Ja, ich glaube, sie will auch wirklich so eine Superarmee sich aufbauen. Ja. Catapults! Keep the ram moving! Being a skeptic is a death sentence. Eine Eskortmission. Boah, da werde ich schon direkt angegriffen. Part of integrity. I'll have a harder time hitting a moving target. Keep the ram moving! Oh, Mist. Na komm, ich helfe dir. Oh, ich dachte, jetzt haust du. Moment, ich mach ihn mal. Ich stanne ihn, jetzt kannst du hauen. Ah, siehste? Schön. Und ich wollte schon wieder exekutieren, aber Protect the Ram, okay. Kann man hier was machen? Nein, kann man nicht. Vor wem denn? Na hier, sind sie alle. Oh! Ich hab gesehen, dass einer von denen ist. Die Ramme, die, ja, wurde beschädigt. Ups, scheiße, 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 scheiße! Entschuldigung, den wolltest du wahrscheinlich haben, aber hier ist ein neuer. Kannst du ihn haben. Oh, ich habe hier so einen Axtmann. Oh, Energie. Ach so. Schießen die auf die Ramme oder fährt die Ramme von alleine? Die fährt von alleine, okay. Alter, was für ein riesiges Ding. Guck dir das mal an. Glaubst du, so große Dinger gab es wirklich? Bestimmt. Das stelle ich mir so übermenschlich vor, sowas in der Art zu bauen. Und zu transportieren und das alles nur, um jemand anderen auf den Kopf zu hauen. Da geht es dir auch so wie mir, dass ich die ganze Zeit mir denke, boah, wer war denn überhaupt freiwillig bei solchen Schlachten dabei? Nein, weil ich meine, die haben heißes Öl von den Burgzinnen auf die Ritter da, die rein wollten, gegossen. Das heißt, du hast heißes Öl in deiner Metallunterhose. Ich bin gerade richtig fertig gemacht. Und gleichzeitig wirst du von Bogenschützen behagt und es kommen lange Bälle auf dich hinab. Ich bin richtig fertig gemacht worden gerade eben. Wo bist du? Ich war bei der Ramme. Oh, ich seh's, ja, ich seh's. Hab irgendwie richtig verloren. Oh, fuck. Oh, siehst du, die machen nämlich die Ramme kaputt. Ja, ich weiß nicht, deswegen. Was sollen wir denn da machen? Hier, da, der Typ ist heftig. Guck mal hier, da ist jetzt hier vorne einer. Siehst du den? Den habe ich gar nicht gesehen, dass der hier so nah dran ist. Der ist richtig fies, ey. Bist du einer von denen? Nee, ach, der schiebt. Jetzt traf ich. Boah. Ey, ich bin schon wieder tot. Ich bin schon wieder tot. Ja, aber das muss ja nicht fand ich sein. Letztes Mal war ich derjenige, der Hilfe brauchte. Und jetzt hast du sie? Hast du sie? Die ist tot und du bist wieder wach. Geil, super. Aber die Ramme ist bald kaputt. Siehst du?
Die Ramme ist kaputt. Mann, Mann, Mann. Ich hasse ja Beschützermissionen. Die sind ja immer fürchterlich. Macht nie Spaß. Was kann ich wohl hier mit den Scuff-Tasten machen? Sind die nicht einfach nur L und R nochmal neu belegt? Oh, ach, guck mal, das ist eine Rolle. Okay. Aber die hat man noch E. Was mit A? Also mit X, oder? Naja. Oh, der ist gar nicht. Kann man hier hochklettern? Ja, da kann man hochklettern. Oder? Kletterst du hoch? Hochklettern? Ach, da ein bisschen was. Weil da oben ist ja so ein Missionspunkt. Alter. Bastard! Uiuiui, jetzt kriege ich aber auch gerade was ab hier. Unfassbar, der hat mich echt gekillt. Da, wo das Kreuz ist, da könntest du mir... Ich komme. Ich muss mal helfen. Meine Ausdauer. Wo bist du? Da, wo das Kreuz ist, da. Immerhin ist die Ramme noch am Leben. Finde ich auch geil, dass sie mit dem Schwert griffen öfter mal irgendwie zuhauen. Also wirklich so einem mitten ins Gesicht schlagen. Guck mal, da geht er einfach weiter. So. Du wolltest mich hauen hier. Oh. Energie. Scheiße. Ich bin leider down. Oh, okay, Moment, dann mach ich hier schnell den Sack zu. Ja, ja, hast du ein bisschen Zeit. Dankeschön. Sind das hier Bogenschützen, feindlich Gesonnene? Ja. Weg seid ihr. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man die Ramme anders... Siehst du, wir machen es falsch. Die schießen... Die Ramme muss sich schnell bewegen, glaube ich, damit die Geschosse nicht treffen. Dazu müssen aber links und rechts auch die Bogenschützen zum Beispiel weg. Die okay, ganze Zeit wo sind denn hier Bogenschützen? Eben gerade habe ich welche gesehen, aber... Willst du mal links und rechts von der Ramme gucken und ich mach vorne? Oder wollen wir... Ja, ja, ich könnte sogar eine andersrum machen. Nee, 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 ich guck mal hier links und rechts von der... Weil da sind auf jeden Fall welche, ganz sicher. Hier oben, was? Also bei diesen... Ey. Ich meine, da muss man auch da oben irgendwie rauf. Ich verstehe noch nicht genau, wie man da raufkommen soll. Also man kann wohl auf die Ramme rauf, oder? Ich weiß nicht. Ja, ich weiß, was du meinst, diese Angabe. Ja, ja. Das habe ich mich auch schon gefragt. Aber das sind hier Bogenschützen von uns. Sind sie? Mann, dieser eine Spacko schon wieder mit seinem doppelten Axthieb. Es ist jedes Mal derselbe Move, auf den ich reinfalle und ich kann ihn einfach nicht blocken. Ich verstehe nicht warum. Ich bin übrigens tot. Komm. Also bisher ist die Ramme ja noch in Ordnung. Irgendwo machen wir was massiv falsch. Jetzt zum Beispiel haben wir was massiv falsch gemacht. Die wurde gerade richtig fies getroffen. Ach Mann, Junge. Alles läuft falsch. Das bist du. Ah, diese Tussi mit dem Speer, ey. Ich bin leider auch tot. Achso, schon einen Moment. Er ist auf dem Weg, der Wiederbeleber. Oh, oh.
okay, so wird es nicht. So wird das alles wirklich gar nicht. Du dumme Schlampe! Oh Gott, dieser Scheißtyp! Ich bin tot. Wir sind beide tot. Was ist denn hier gerade los, sag mal? Na, ist vielleicht echt die Endmission, ne? Also. Ja, aber was genau ist denn an dieser Ramme so? Die ist aus mega Holz, die kann doch nicht so einfach kaputt gehen, wenn da Leute dranhauen. Die muss kaputt gehen, weil die will diese Geschosse da einschlagen. Und dann ist wiederum die Frage, wie können wir die Geschosse verhindern? Gibt es hier irgendwo eine Station, wo die abgeschossen werden? Nein, die kommen hinter dem Schloss kommen die her. So, ich habe jetzt hier Moralbooster im Blut. Ja, mach den mal bei deinen Leuten irgendwo, der kann nur helfen. Vielleicht, wenn ich mich jetzt hier bei den Jungs hinstelle, die das Ding schieben. Yay, guck sie an. Hat das geklappt? Ich weiß nicht, ich habe sie auf jeden Fall alle moralisiert. Warum auch immer. Oder wie auch immer. Ich kann im Moment nicht mehr als ablenken. Ah, ich bin tot. Ich bin original tot, so eine Scheiße. Kannst du mich kurz nochmal wiederbeleben? Ich weiß, das ist sicherlich, hast du dir anders vorgestellt, aber... Ja, genau. Sehr schön. Metzel dich durch. Und dann hauche mir den Dunst des Lebens wieder ein. Hör auf, meinen Freund zu hauen. Kriegst du mich Doppelschwert ab, siehst du so? Achtung, hinter uns. So, was du gerade gemacht hast, hat gut funktioniert. Jetzt ist die Ramme aber wieder getroffen worden. Am besten machst du wieder das weiter. Ja, ich muss es aufladen. Beziehungsweise der Booster ist weg. Hier oben ist aber noch irgendwo ein Booster. Ich habe einen Pfeil im Rücken. Okay, die gehören alle zu uns. Das ist schon mal ganz gut. Ramme sieht momentan auch noch gut aus. Also sie hält länger als eben. Oh, da kommen Feinde, ganz viele fiese Feinde. Alle haben sie mir noch mal einen mitgegeben, ne? Ah, geh weg. Renn. Oh, check the Ram, den Typen. Ich hab das Gefühl, das tun wir ja schon dadurch, dass wir hier alles erledigen, was sonst. Sag mal, schießt ihr hier auf meine Ramme oder was? Sterben müsst ihr. Und du auch. Okay. Ja, okay. Oh. Mann! Die haben original die Ramme schon wieder getroffen. Ich weiß nicht wie. Soll ich hier mitschieben, Freunde? Geht es? Ja, danke. Die war nämlich echt ein bisschen zu heftig. Ich bin tot, aber macht ihr ruhig noch alle. Ja, einmal noch. Jawoll. Danke. Oh, shit. Halte Feinde fern, damit die Mannschaft weiterschieben kann. So eigentlich das, was wir hier machen. Nein, warum denn? Ja, wir haben ja die Feinde nicht ferngehalten. Aber wieso? Die große, diese Springtusi mit dem Stab, die war doch weg? Springtusi mit dem Stab, Entschuldigung. Ja, aber die Frau halt, die hier mit dem Kampfstab ankam, die so schnell war und auch so diese Dreher-Moves gemacht hat. Okay, pass auf, jetzt hole ich nochmal dieses Moral-Ding hin. Kann ich ja nicht mithelfen. Okay. Vielleicht muss man die auch einfach nur alle, die hier schieben, beschützen. Also die dürfen nicht erwischt werden. Frage ist, hier, da, genau. Du, was machst du zum Beispiel? Warum greifst du hier an? Come on.
Arg! So. Jetzt habe ich 100 Punkte bekommen. Wofür? Ja, weil ich ihn gekillt habe. Ich glaube jetzt hier einfach mal, ich bleib jetzt hier hinten. So, ne? Ja, das glaube ich auch richtig. Wenn jetzt hier irgendwelche Angreifer kommen, nee, kommen nicht. Ja, eigentlich müssen wir uns wirklich ein bisschen abstimmen. Wir können ja auch uns austauschen, wenn ich keine Kondition mehr habe, gehe ich nach hinten und so. Ja. Na, jetzt zum Beispiel würde ich gerne mal ein bisschen zurück und aufpassen. Du kannst mal ein bisschen vor und ich gucke hier weiter die Ramme an. Bisher ist noch nichts passiert, ne? Oh, da ist jetzt hier der Speertussi. Ah, ey, da muss man echt schnell sein. Mann, so eine, wenn das einer sieht, dieser Typ ist ja wohl der Ultra-Arsch-Ficker. Ich bin tot. Ja? Neben der Ramme, der Typ hat mich zwei oder dreimal ultra abgefuckt. Okay, ich moralisiere meine Leute. Wo bist du? Ich suche dich. Auf der anderen Seite. Du, ich habe noch 9 Sekunden. Okay, so, lass mir den Typen, ich mach den, der gehört mir. Oh, jetzt ist hier schon wieder Schildtussi. Hat der mich so gerade richtig dumm aussehen lassen. Mit diesem blöden Move schon wieder. Yes! Und ich bin auch tot, scheiße! Scheiße! Ey, Alter, okay, so, ich komm. Jetzt hast du ihn. Ja, tun wir. Einer war das, der war echt ein Problem. Ja, ich hab noch 20 Sekunden. So, okay. Die töten die Crew. Wie? Wie kann das sein? Hört auf! Mit Pfeilen irgendwie. Aber die Rampe ist noch intakt. Ja, aber da kommen auch, glaube ich, schon Nachzügler jetzt mit der Crew. Schon welche, die... Ey, diesmal ist alles, scheint alles richtig zu sein. So ein bisschen Glück nehme ich an. Oh, da hinten? Ah, nee, das bist du mit dem lila Schwert. Ja, das bin ich. Ah, okay, da kommen jetzt wieder mal ein paar Heroes. So, wir sind aber ziemlich weit vorne diesmal. Also so ja, weit haben wir noch nicht. Gut jetzt hier zurückgedrängt, auf jeden Fall. Wenn es jetzt nicht klappt, weiß ich auch nicht. Schießt sie auf unsere Ramme? Dafür müsst ihr sterben. Mann, ich brauche dringend mal mehr Ausdauer. Ich habe immer wenig Ausdauer. So muss sich Braveheart angefühlt haben. Ja, wirklich genau so, nur dass es ewig gedauert hat. Einfach Stunden, Tage gedauert. Yay, wir haben es geschafft. Gut. Mann, wir brauchen keine anderen Soldaten. Wir brauchen nur uns, zwei Männer. Gegen den Rest der Welt. Ja! Was ist denn jetzt los? Die Ramme klemmt. Die verdammte Ramme klemmt. Okay, pass auf, jetzt müssen wir da oben bestimmt kämpfen. Okay, jetzt kommt Thor. Oder Odin. Oh, der hat einen ordentlichen Hut auf. Die Wichtigkeit des Hutes strahlt auf den Besitzer ab. Das ist er wohl. Okay.
Okay, Moment. Kämpfen wir zu zweit? Wir kämpfen zu zweit Pause. Gegen den. Wir müssen jetzt Pause machen, denn wir machen kurz Werbung und danach kämpfen wir gegen die Kollegen. Die greifen uns gar nicht an, gell? Wir können gar keine Pause machen. Doch, doch, ich starte ein Duell. Nee, du musst. Nur drück mal. Drück ja, mal. Aber dann starte ich doch ein Duell. Ach so. Wir okay. warten noch kurz. Okay, okay, okay. Wir machen kurz Werbung, dann starten wir ein Duell. Ja. Der Inbegriff von Knarr durchgenommen findet jetzt gleich statt, nämlich ein echtes Schwertduell zwischen den Endbossen und uns. Genau. Auf der Bramme, die gerade versucht, die gegnerische Burg einzunehmen. Ja, epischer kann es nicht gehen. Ne? Ein Drache könnte über uns noch irgendwie uns mit Hackebeilchen bewerfen. Dann, aber selbst dann nicht. Nee. So, welchen möchtest du denn haben? Den linken hier, den gut Mutter... Oder den rechten mit seinen läppischen 6 Energiekästchen. I don't care. Okay, du entscheidest dich also für den Hauptheld, okay. Für den Hauptgegner. Ich nehme den rechten einfach, Minion. Okay. Ich helfe dir dann. Wow! Alter, ist der fies. Ah, was kann man gegen die Ausdauer tun? Die will einfach... Alter. Oh, der macht er mich fertig. Oh. Du, meiner ist übrigens auch leider gar nicht so einfach. Mann, ich bin schon tot. Oh, na gut, ich kann dich ja wiederbeleben. Wenn ich Lord Helmchen von hinten lasse. Frage ist genau, wie komme ich da hin? Alter. Ja, ja. Jetzt echt übel. Schnell. Ja. I'm back. Oh, ist der mies, Alter! Ich habe das Gefühl, ich habe ihn mehr oder weniger gerade massiert mit meinem Schwert. Ich habe nicht das Gefühl, dass ihm überhaupt Energie abgezogen wurde. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich überhaupt noch was machen kann. Aber ich bin gleich mit meinem Pferd und dann ist er alleine. Dann wird's schön unfair. Oh Mann, ich bin gleich wieder tot. Ich bin tot. Kannst du mich unter Umständen wiederbeleben? Ich weiß, es ist nicht einfach. Ja, hast du es geschafft? Nee. Ah. Ja gut, das willst du auch machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nee. 6 Sekunden, 5 Sekunden. Du hast es geschafft, dich vorher noch umbringen zu lassen. Ja, ist ja gut. Nein, ey. Es ist wirklich schwer, aber das wollen wir auch. So haben wir es gerne. Ich hoffe, wir starten jetzt auch wieder bei dem Endkampf. Oh Gott, ich hoffe. Ja. Okay. Okay, wen nehmen wir? Boah, ist der Typ hart, ey. Was macht denn der da immer mit seinem Blitz? Mann, lass dich doch mal jetzt umbringen. Oh, dieser Guard-Block. Oh, ich bin so dumm. Okay. Okay, einer ist weg. Also der hat ja alles noch. Alter. Der ist halt auch echt übel stark, ne? Also. Na gut. Ah, jetzt ja, wenn er so einen Sprung gemacht hat, kannst du vielleicht schnell wiederbeleben. Ja. Der verbraucht echt viel Energie, wenn er irgendwie so einen krassen Move macht, ne?
hier auf der letzten Rille vielleicht. Ich muss mal ein bisschen Energie tanken. Kannst du den ein bisschen hinhalten? Ein bisschen, ja. Ey, der blockt und kontert. Das ist das Fiese. Der blockt und macht direkt einen Gegenkonter. Tot. Ich keine Energie. Boah, ich bin doch gerade mal aufgestanden, Mann. Ich bin noch nicht mal aufgestanden. Energie oder so? Kannst ja, du ich hab. Komm, lass uns jetzt nicht die Butter vom Brot nehmen. Was? Wieso? Okay. Aha. Der Typ war heftig, ey. Wir haben ihn vor allem noch nicht erledigt. On your feet. Okay. Aha, aha. Wo ist denn hier? We were in. Chief Boy. Ja, der ist abgehauen. Wasn't that why we came in the first place? It was hardly my first time sacking a fortress. Why did it bother me? Wenn dieses Schild aufblockt, das heißt, das ist ein unblockbarer Angriff, oder was? Ja, ich würde sagen, ja. Ich kann dir leider auch, ich bin auch noch nicht so 100% in alle Feinheiten eingeweiht. Wir haben ja auch erst wenig gespielt bisher. Du hast Solo auch noch wenig gespielt, oder? Ja. Ich habe im Grunde nur Multiplayer mal ein bisschen gespielt. Da kommt er direkt nach dir, kommt er direkt auf mich zugerannt. Kannst du mich... Ja, ja, klar. Aber immer schön nur im Deckungsmodus. Wenn sein Schild, wenn seine Brust, seine Schulterschilder da irgendwie leuchten. Weißt du, was ich meine? Was ist das? Ich wollte ihn fucking weglocken. Shit! Das ist so ein unblockbarer Angriff, oder? Dann scheinbar, wenn diese Schulterdinger... Das mit dem Konter habe ich halt noch nicht nur sagen, wie, also du, wenn die angreifen und die Pfeile kommen, musst du in dem Moment drücken. Wenn du es im richtigen Moment machst und schlägst, machst du einen Konterangriff. Die sind allerdings dann schon schwieriger. Und scheinbar haben die Gegner auch unblockbare. Da kann ich dir aber nicht helfen, weil das weiß ich selbst nicht. Wasn't that why we came in the first place? It was hardly my first time sacking a fortress. Why did it bother me? Yes, keep fighting! They're retreating! Diese schnellen Wikingerfrauen, die sind wirklich immer ein echtes Problem. Da kommst du nämlich nur noch mit deinem kurzen Schlag hin. Oder mit ein bisschen getimtem. Jawoll! Weg! Ich muss mehr blocken. Eindeutig mehr blocken. Bist du da oben? Oh, ich komme hoch. Ich kann helfen. Du bist ja gar nicht hier. Oh, ich dachte, du bist hier. Der macht dann immer diese Blockattacke, okay. Scheiße, Mann. Ich bin oben auf diese... Ja, ich bin tot. Okay. Ey, das ist echt ein harter... Die sind echt harte Brocken, ja. Also der, aber irgendwie ist es auch geil, oder? Also man hat auf jeden Gefühl, Fall. Man hat schon immer das Gefühl, es sind die eigenen Fehler. Ey, verpiss dich! Hör auf, mich hier anzugrabbeln. Alter, wie soll ich denn auf die Brücke kommen? Da hoch? Nein, hier hoch. Rechts hoch? Ja. Das schaffe ich noch. 6 Sekunden.
Yes, Simon, sehr gut. Ey, lass uns mal so Perks holen, da liegen hier welche rum. Ich wollte gerade sagen, lass uns mal auf Leute draufspringen von oben. Das können wir auch machen. Okay, pass auf, wo sind unsere Leute? Ich mache jetzt hier so einen Moralbooster. Oh, geh mal und ich hole mir noch schnell einen Perk. Da komme ich nicht hin. Ey, ihr seid alle moralisch aufgeboostet. Gibt's hier noch irgendjemanden? Wo sind die Feinde? Der Typ mit seiner beschissenen Flamme. Ach, meinst du, wenn einer... Ich bin übrigens tot. Meinst du, wenn einer brennt? Wenn einer brennt, hat er, glaube ich, so eine Art Overdrive aktiviert. Hier links. Da hoch, da liege ich. Und dann sind seine Schläge und alles viel härter und heftiger. Also das gibt's schon. Dann würde ich immer, sobald die so brennen, würde ich aufpassen. Dann sind die echt gefährlich. Und die kriegen das, glaube ich, wenn sie ein paar Mal perfekt blocken. Bin ich mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Ist alles so Halbwissen leider nur. Oh. Alter, der Wikinger geht mir so auf den Sack mit seiner Ram-Attacke. Verrecke jetzt endlich mal. Ja, mach doch nochmal dieselbe Scheiße. Es ändert trotzdem nichts dran. Siehst du, da kommt der Buddy. Da kommt der Freund. Du hast nämlich keinen. Alter, der muss so dringend jetzt sterben. Keine Gnade. Oh, fuck. Das ist egal, hab ich verdient. Boah. Der hat mich gerade echt unfassbar genervt. Ich renn hier hinterher. Das Spiel macht mich schon mäßig aggressiv irgendwie. Oh, da ist wieder, Lord Helmchen. Das ist ein Kampfschwein. Ne? Wolf. Boah, unfair. Okay, das heißt, Simon, wir müssen jetzt erstmal auf die Wölfe gehen. Dann hättest du dir aber auch was Cooleres ausdenken können. Guck mal, Three Wolf Moon. Was? Noch mehr? Die können ja nix. Guck das mal an. Die sind voll lächerlich. Wenn man sie mal trifft. Man. Warum wollen die immer zu dir? Okay, das war ein guter Block, mein Freund. Der war nicht schlecht. Gebe ich dir gern den. Oh, super, jetzt haben wir ihn. Nein, nicht schon wieder. Wir hatten ihn doch gerade. Ja, den rekrutieren wir jetzt auch. Wie toll, ihr überlebt jetzt genau 3 Stiche lang. Manchmal schon ziemlich getümmel, ne? Ich gebe meine Ausdauer viel zu schlampig. Genau das wollte ich gerade sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob es daran liegt, dass wir zu wenig Items haben, die uns so Ausdauer geben oder so, oder irgendwelche Erfahrungswerte. Oder ob wir einfach scheiße kämpfen. Im Zweifelsfall tippe ich auf Letzteres. Aber es macht auch zu viel Spaß. Ey, erwartet aber auch, bis man selbst schlägt, damit er irgendwie ausholt. Das Gefühl, dass die lieber warten als anfangen. Ja. Sind nicht so kampfeslustig, die. Nee, genau. Was stehen die da? Ah, hast du was? Umwerfen, deine Würfe lassen, Gegner zu Boden gehen. Okay, das ist ein guter Punkt. Werden wir gleich mal ausprobieren. Geht's hier lang? Nee. Ich glaube, es geht. Hier lang! Oh. Tut einem ja schon fast leid. Yes, mein Schwert.
glaube, das gibt er ihm nur. Kämpf! Aber er will nicht kämpfen, er hat gerade sein Lieblingshaus verloren. Oder seine Familie, was natürlich tragisch ist. Das, davon gehst du jetzt nur aus, ne? Ja, aber einen könnte der auch in einem homosexuellen Verhältnis mit einem anderen Wikinger gewesen sein, zum anderen könnte er aber auch zu viel sein und mit den Wölfen, dann hätten wir die getötet. Ist egal, nichtsdestotrotz hätte er einen liebevollen Verlust. Oder er ist Architekt und hat gerade fertig, war gerade fertig geworden. Das letzte Fundament, letzte Klostein wurde eingebaut. Oh, jetzt ist das sehr gefährlich. Jetzt würde ich abhauen. Das ist nicht gut. Da kannst du auch nichts. Du kleine. Boah! Hau ab! Nein, das war ein Fehler. Okay, er ist durch. Aber ich bin noch weggerannt. Ich mach doch alles. So, müssen wir ihn haben. Schön. Aber wenn die alle so mitfühlend sind, so wie unser Ritter jetzt hier, warum kämpfen die dann überhaupt? Ich meine, es ist doch, jeder Kampf hier ist sinnlos und völliger Schwachsinn. Es gibt keine richtigen Seiten. Die hauen sich seit 1000 Jahren die Köpfe ein, weil sie alle am selben Ort sind. Und das ist alles. Und ich sag dir, diese ganze Geschichte, die Hintergrundgeschichte, ist alles eine Prüfung, um die krassesten Kämpfer rauszufinden. Aus irgendeinem Grund. The survival of the Wikingers. Da kommt er von hinten! Geil! Jawoll! Yes! Ein guter Kampf, ein ehrenvoller Tod. Zu zweit gegen einen. Ja. Er war auch dreimal so groß wie wir. To hell with you. Ah, die Wikingerhölle. Ja. Haben wir das Richtige getan? Naja. Sind wir wirklich so ehrenvoll, wie wir uns das vorstellen? So wie ich das verstehe, mögen die sich alle nicht. Also die können nicht zusammen koexistieren. Mercy, why are we here? I think you know. Famine. This place houses their seed grain. There will be no new harvest. By winter, they will be killing each other over what little food is left. Ach, deswegen, da war die ganze Ernte drin. Da ist doch irgendwie die Ressourcen abschneiden. Das ist doch an oath. To fight for peace. So did you. All of you. Hey. This food, why are we not burning it all? What do you imagine the clans would do if we burned it all? They'd starve. Die. They would unite. But leave them scraps. Just enough for two, maybe three clans. They will fight each other over what remains. The wolves among them will rise. We're not here to kill them. We are here to teach them who they are. Ganz schön perfide, die Frage. Ja, was ist ihr Endgame? To set them free. Time to go home. Das wäre natürlich geil. Wenn du jetzt so alle drei Kampagnen durchspielst. Ja. Und die Geschichte sich dann so quasi entwickeln würde. Ich hoffe das, so dass dieses Starcraft-Prinzip. Ja, dass du am Ende so drei Fraktionen hast und du halt mittendrin steckst, so, wo so drei Heere quasi aufeinander Ich glaube auch. Ich glaube, so wird es sein. Und am Ende
verbünden sich alle gegen die böse Olle hier in ihrem Schwarzen. Sie ist offensichtlich der ganz fiese Antagonist, der aber ganz am Ende erst geoutet wird. So stelle ich mir das vor. Jetzt habe ich auch nicht Blockbare. Das war vielleicht das, was du hattest, was du als Gegner Perk hattest. Okay. Dass er nicht blockbaren Move gemacht hat. Ich weiß es nicht. Okay. Fette Punkte. Fette Belohnung. Das habe ich gern. Nee, Gruppe verlassen will ich nicht. Du willst weitermachen. Wir haben noch 4 Minuten, bis wir wieder am Ende sind. Leider. Wollen wir da noch wenigstens das Intro? Bis zu derjenigen Folge. Also das ist eine Folge, die wir jetzt quasi... Genau. Okay. Wir machen eventuell noch eine zweite, aber die wird euch heute nicht kümmern. Wir gucken uns jetzt nochmal schnell das Intro zu den Wikingern an, dann sind wir wahrscheinlich am Ende und dann spielen wir die Wikinger beim nächsten Mal weiter. Beim nächsten Mal, ja? Würde ich sagen. Cool, also wir spielen es gleich weiter, ihr seht es dann, wenn wir es das nächste Mal senden. Bitteschön, hier kommen die Wikinger. Hier kommen die Wikinger. Wieder auf hart? Ja, klar. Hey, steht hey. Nachher einfach auf leicht. Raiders, we call them. Is a name that can summon armies. Ruthless, fearless, made for battle. The moment of a Viking's death is chosen by fate. So what use have they of? Fear. Eine starke Aussage. Also warum sollten sie? Ja, stimmt, wenn du so... ja, da hast du natürlich einen Punkt, ja. Ja, ich könnte jetzt nochmal... Wir haben ja, ein paar Minuten. Wir können ich könnte jetzt mal einstellen... Starten. Warte mal, ich kann nur diesen einen Look einstellen, ne? Ja, du hast immer nur am Anfang hast du Plünder, Plünderin und dann gibt es eben verschiedene Varianten noch des Looks. Mit kleinen Hörnern hier oder den ich mache den hier, mit diesen Spitzhornhörnern. Welchen? Ja, den, ne? Mit den runden. Ich weiß nicht, ob ich so Lust habe auf einen Bart. Aber ich mag diesen... Also ein Wikinger ohne Bart, ich bitte dich. Okay, dann nehme ich den mit dem Kringel hier. So. Und nehme ich mal was Neues? Ja, ich nehme mal was Neues. Was habe ich hier noch? Ja, hier? Ich auch. Shield Level. Tough as Nails. Nee, ach komm, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Unblockable Level. Das nehme ich weiterhin. Ja, ich bleibe bei meinem alten Setting. So. Nicht blockbar. Na komm, machen wir das mal. Das kann ganz gut sein, glaube ich. Den habe ich auch. Genau das habe ich. Ah, wir haben dieselben. Ja, siehst du, das sind... Deine Angriffe können für 30 Sekunden nicht geblockt werden. Das ist schon mal ganz ja, lustig. Weil die Idee ist dann, dass du dann, wenn du wieder so einen fetten Klops vor dir hast, dass du den 3-4 Mal mit harten Schlägen und dann regenerierst du dich und dann hast du es wahrscheinlich geschafft. Deswegen, das war auch meine Überlegung. Okay. Jetzt nimmt es wahrscheinlich zeitlich genau den Verlauf wieder, ja, dass wir am Ende der ersten Kampagne fängt die zweite an, nehme ich jetzt mal an. Hoffentlich. Ja, sonst wäre es ja wirklich blöd. Ich denke, es ist so, wie du gesagt hast. Cool, dann würden wir jetzt quasi das, was diese schwarze Legion, was die Ritter geklaut haben, würden wir jetzt quasi wieder... Na, wir müssen, jetzt passiert genau das. Wir kämpfen jetzt in den Stämmen untereinander. Hm. Darum, wer die Stämme vereint. Und dann finden wir unser wahres Ziel. Und das sind wahrscheinlich dann die Ritter oder ja, die Samurai müssen ja auch noch kommen. Die kommen zufällig, hat keiner mit gerechnet. Wie die Zerg in StarCraft. Komm einfach. Ja, vielleicht denken die sich, ja komm, die beiden kloppen sich jetzt gerade so richtig schön auf die Fresse, dann fallen wir da jetzt einmal von der Seite ein. So wird es laufen. Und nutzen quasi den... Ah. Apollyon ist die Lady. Alles ein Jahr später. Alles klar. When the worst of us fell on each other. Like beasts. Growing fat on their own people's misery. Ragnar was one of those. Let's feast! Wikinger. Yeah. Leben für den Moment. And so, I came down from the mountains. I joined the Warborn. And then we did something about it. Okay. Und wenn das nicht ein Cliffhanger ist, der wunderbar fies ist, würde ich jetzt sagen,
Hören wir jetzt einfach für diese Woche auf. Hast du schön gesagt, könnte ich nicht schöner sagen. Genau. Hören wir auf. Und machen einfach nächste Woche weiter. Ich glaube sogar, wir wissen noch nicht genau, wann wir es senden, aber ich glaube, es läuft regelmäßig, also täglich fast. Ja, aber nicht immer, ich weiß. Ja, ja, du bist ja demnächst auch wieder weg. Da machen wir dann ein Päuschen. Ja, das müssen wir alles noch später beklären, das weiß ich nämlich auch leider nicht. Ich bin nämlich auf der GDC und dann in London. Das sind 3 Wochen, wo ich nicht da bin. Das heißt, wir können ganz viele Sachen leider nicht machen, zu denen ich sehr gerne dabei gewesen wäre, gehört hätte. Wir machen den Schluss. Wir machen gleich weiter. Ihr seht das dann morgen oder die nächsten Tage. Schaut in den Wochenplan. Bis dann. Tschüss. Der Sieg ist mein.